Quatsch, der Kampf ist vorbei. Moin Leute, Alpha Vanguard. Gestern, Vanguard Alpha. Ja, ich bin gestern vielleicht ein bisschen durchgedreht, aber, ich weiß, dass die letzten Videos eher kritische Begutachtung von dem sind, was wir von Vanguard gehört haben. Und vieles davon lässt sich nach der Alpha leider immer noch bestätigen. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Und meine Mutter hat mal gesagt, alles, was vor einem Aber kommt, kann man eigentlich auch in die Tonne treten. Hier ist es nicht ganz der Fall. Der neue Modus, der 2 gegen 2 Champions Hill Modus, diese Mischung aus SND, Respawn, Battle Royale, wie auch immer man es nennen möchte, macht Spaß. Ist kein Witz, Leute, und ich muss da ganz ehrlich sein, dieser Modus an sich, auch wenn der jetzt vielleicht ein bisschen von Apex Legends kopiert ist, Apex Legends Arena, wer schon mal gespielt hat, ist sehr, sehr gleich zueinander, macht unglaublich Spaß, weil es etwas ist, was wir in Call of Duty so noch nie gehabt haben. Und diese ganze Diversität, das ist ein Wort, ich habe es vorher bei Wikipedia durchgeschaut, um schlauer auszusehen. Danke, Like dalassen, Abo vielleicht, danke. Diese ganze Diversität, heißt es eigentlich Diversität? Oder Diversivisität? Diversivisivi? Auf jeden Fall das Wort, was ich gegoogelt habe und schon wieder vergessen habe. Das Ganze mit Ausrüstung kaufen, Waffen aufleveln, all diese Elemente zusammen mit diesem kleinen Turnier, was man spielt, hat uns, also Sascha und mir gestern, unglaublich Spaß gemacht. Wir haben unglaublich viele Wins geholt. Wir haben auch unglaublich oft in die Fresse bekommen. Das heißt, der Modus an sich, da kann ich nichts Schlechtes zu sagen. Und ich möchte euch heute die positiven und negativen Aspekte beibringen. Die positiven gehen bekanntlich immer etwas kürzer, liegt aber schon allein daran, wenn man etwas Positives erwähnt, braucht man das nicht groß erklären. Bei den negativen Aspekten, damit man nicht einfach nur meckert, sondern eben auch Kritik äußert und Feedback gibt, muss man es ein bisschen länger machen. Die positiven Sachen. Das gesamte Movement, was eins der wichtigsten Aspekte ist, fühlt sich gut an. Es ist nicht so flüssig, wie ich mir das wünschen würde. Viele Animationen, viele Bewegungen fühlen sich sehr clunky an, also so hölzern. Sieht man auch in dem normalen Ladescreen, wenn Polina und ihr Kollege da so ein bisschen durchlaufen, als wenn die so ein bisschen Stock im, ihr wisst schon, hätten. Daran muss unbedingt gearbeitet werden. Man sieht aber, dass das gesamte Movement auf der MW-Engine läuft und ich finde es in Ordnung. Slide Canceln ist nicht ganz so extrem, das ist auch in Ordnung, damit kann man leben. Auch das Gunplay an sich finde ich in Ordnung. Das Gunplay fühlt sich okay an, damit kann man spielen. Das fühlt sich für mich besser an als in Modern Warfare 2019. Diese ganzen Möglichkeiten, wie man hier die Streaks und die, vor allen Dingen die Waffen levelt, also ich sag mal die Upgrades kauft, super einfach, super simpel. Man braucht sich hier in der Alpha nicht ewig Gedanken machen, oh, nehme ich jetzt den Aufsatz, man kauft die Aufsätze einfach mit dem rechten Pfeiltaste, falls ihr es noch nicht kapiert habt, und kriegt dann 10 Upgrades auf der Waffe, beziehungsweise 10 Aufsätze. Das Ganze läuft wunderbar. Ich persönlich kann nur sagen, dass die Serverleistung der Alpha für mich bisher sehr gut war. Ich war auf dem Ping zwischen 30 und selten mal 60. Mit 30 bis 40 kann ich gut leben. Alles darüber ist meiner Meinung nach eigentlich zu viel. Aber dafür, dass sehr viele Leute da zumindest gestern kurz rauf gehoppt sind, war die Serverleistung in Ordnung. Dann ist es ein Thema, und das ist jetzt ein positiver Punkt, und der geht aber auch zum Negativen. Die grafische Ausarbeitung von dem Game ist 50% gut und 50% eigentlich erschütternd schlecht. 50% gut, wenn man sich die einzelne Gestaltung anguckt, die Texturen an sich, dann sind die wirklich gut. Jetzt kommt aber dann auch alle die negativen Punkte. Leider gibt es überall Grafik- und Soundbugs. Also die Waffen klingen beim Nachladen manchmal, als würde man einfach nur, ich weiß nicht, ein Rauschen auf den Ohren haben. In einer Runde höre ich die Gunfire, also die Gunshots von meinem Teammate und meinen Gegnern, zu 3% vielleicht, und ich habe einen Rocket Khan auf den Ohren, während ich aber in der Arena die Schüsse von den anderen Teams deutlich höre. Manchmal habe ich mich zu einer Seite gedreht, weil, nächster negativer Punkt, die Minimap ist wie in MW19 und die Minimap zeigt gefühlt nichts an. Also diese Minimap, und das ist eine Chance von uns, Leute. Wenn wir wollen, dass dieses Spiel eine richtige Minimap hat, müssen wir den Entwicklern überall auf Reddit, auf Twitch, auf Twitter, überall darüber benachrichtigen, dass wir eine normale Minimap wollen. Diese normale Minimap würde dafür sorgen, dass Leute viel mehr Interesse daran hätten, sich über die Karten zu bewegen und nicht einfach nur in einer Ecke zu sitzen. Da kommt noch ein Thema dazu, und das ist echt anstrengend.
Man kann durch die ganze Map wallbangen. Also man kann, egal ob mit einer Pistole, einer MP, einem Sturmgewehr, man kann durch alles durchschießen. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich gestern aus dem Spawn, weil ich genau wusste, wo deren Spawnpunkt ist, in deren Spawn getötet habe. Und ich habe durch zwei Wände, eine Metallplatte, ein Panzer, ein Flugzeug, einmal um den Globus herum durch drei Köpfe durchgeschossen. Und das bei Waffen, wo kein Aufsatz drauf war, wo also auch kein Vollmantel dabei war. Genauso bin ich aber so häufig gestorben, weil ich dachte, oh, ich bin angeschossen worden. Bin in Deckung gesprungen, dachte, oh, ich hab's kurz geschafft. Und der Typ sprayt einfach durch alles weiter durch, es explodiert alles und ich bin tot. Das, also eine Map, die eigentlich nur aus Papier steht, muss unbedingt überarbeitet werden. Und hier ist es so, dass alle vier Maps bisher nur aus Papier stehen. Nett von Sledgehammer, dass sie das Thema Wallhack auch dieses Mal angehen. Und da sie noch keinen Anti-Cheat entwickelt haben, ist es einfach so, dass wir alle Wallhack haben. Wenn ihr mal darauf achtet, Leute, ihr könnt Gegner mit dem roten Diamant und Namen über den durch alle Wände hindurch sehen. Der steht hinter einer verschlossenen Wand und die Karte zeigt euch oder die Map zeigt euch trotzdem an, da steht er, schießt auf ihn. Und da ihr durch alles durchschießen könnt, könnt ihr so Kills holen. Das ist nicht im Sinne des Betrachters, um ehrlich zu sein. Es ist schön, dass auch wir normale Spieler einen Wallhack bekommen sollen, aber nicht so bitte. Das muss unbedingt gefixt werden. Dann, und ich bin 30 Jahre alt, ich bin vielleicht einer der Älteren von uns, das mag sein, aber meine Augen sind ziemlich gut. Ich erkenne Gegner auf länger als 7, 8, 9 Metern fast gar nicht. Das liegt daran, dass die grafische Farbenpalette und die Farbenvielfalt von dem Game im Prinzip in einem Farbton ist. Die Charaktere sind hellbraun oder dunkelbraun, die Map ist dunkelbraun, die Reifen sind dunkelbraun, alles ist dunkelbraun. Es wird jetzt vielleicht viele überraschen, aber auch im Zweiten Weltkrieg hat es Farben gegeben. Es gab auch Sachen, die waren gelb und rot und grün und blau. Vielleicht sah Deutschland im Zweiten Weltkrieg nicht aus wie Cyberpunk heute, aber man kann auch in einem Zweiten Weltkrieg-Game mit Farbpaletten arbeiten und vor allen Dingen dafür sorgen, dass Charaktere, sprich Gegner und Teammates, deutlich hervorgehoben werden. Das muss unbedingt überarbeitet werden. Teilweise hat man einen ziemlichen Nachteil in den Runden. Es wird ja immer per Zufall ausgelost, wann man gegen welches Team jetzt antritt. Und manchmal ist es so, dass ein anderes Team zwei, dreimal spielen kann, während man zwei oder drei Bonus-Kaufrunden bekommt, wo man aber natürlich kein Geld mehr dazu verdienen kann, weil man ja nicht spielt. Das heißt, es passiert häufig, dass man deutlich weniger Geld hat, um sich zum Beispiel eins der Sturmgewehre zu kaufen. Die STG-Leute ist die VMP von Black Ops 3 und die VMP von Black Ops 4 und die LC-10 und die Tech-9 von Cold War hier, dann kommt die Bar und dann kommt alles andere. Das heißt, wenn man am Ende nicht genug Geld hat, für die letzten 2-3 Runden sich ein Sturmgewehr zu kaufen, hat man im Prinzip zu 99% verloren. Das Waffenbalancing hier in dem Game ist miserabel, aber das Waffenbalancing ist etwas, was man mit wenig Aufwand relativ schnell ändern kann. Dafür ist so eine Alpha gedacht, später auch so eine Beta, damit man eben die Möglichkeit hat, dort das Ganze zu balancen. Da würde ich noch nicht so viel Hass schieben, Leute. Daran werden die und müssen sie arbeiten. Was ich sehr gut finde, noch habe ich eben vergessen, Footstep Audio. Die Fußschritte sind extrem leise, obwohl wir keine Totenstille haben. Wenn die Fußschritte so unglaublich leise sind, finde ich das in Ordnung, wenn wir dann Totenstille als Field Upgrade haben. Ich kann es trotzdem nicht nachvollziehen. Ich finde, Totenstille sollte immer die Möglichkeit sein, als Perk für jeden zur Verfügung zu stehen. Es hilft einfach dabei, dass ich persönlich als aggressiver Spieler über die Map laufen kann, ohne Angst zu haben, doch irgendwo gehört zu werden. Dadurch, dass die Fußschritte aber so leise sind wie hier, kann man damit leben. Ich habe es mit der Minimap schon angesprochen, das ist fatal schlecht. Und es gibt es noch etwas, was absolut, also ein absolutes No-Go ist. Die Time to Kill in Vanguard ist 1:1 die gleiche Time to Kill wie in Modern Warfare 2019. Und einige haben gestern im Chat gesagt, aber es sieht länger aus. Es fühlt sich auch länger an, weil man zwischendurch in den Runden Panzerplatten hat. Manchmal bis zu 3 Stück. Diese Panzerplatten sorgen dafür, dass das gesamte Gefühl vom Game etwas so ist, dass man eben eine längere Time to Kill hat. Hat man aber nicht. Ich habe es gestern auf Sony Vegas nochmal Frame für Frame geguckt, wie viel Schaden. Wir haben die gleiche Time to Kill wie in Modern Warfare 2019. Das reduziert die Skill Gap, denn umso länger die Time to Kill ist, umso mehr Möglichkeiten hat man, auch von einem, der campt, nicht überrascht zu werden, sondern einen Turn-on zu geben oder sich umzudrehen, neu zu positionieren.
Ich würde mir wünschen, dass die Time to Kill hochgesetzt wird. Vielleicht nicht ganz so lang wie in Cold War, aber nicht so kurz wie in Modern Warfare 2019. Es gibt ganz sicher noch eine kleine Sache, die ich jetzt vielleicht so gar nicht umrandet habe. Positive Sachen oder negative Sachen. Da kommt bestimmt noch ein bisschen was dazu, Leute. Aber, und auch wenn das jetzt vielleicht eher positiv klingt, das Ganze, ein Problem hat dieses Game. Dieser Modus täuscht über vieles hinweg, weil der Modus neu ist, weil er interessant ist, weil man ihn gut spielen kann. Das Thema SBMM habe ich heute in dem Video mit Absicht rausgelassen, das in einem anderen Thema. Das größte Problem, was wir haben, ist, dass man eben sieht, dass Sledgehammer Games für dieses Game maximal 8 bis 9 Monate Entwicklungszeit hatte. Viele Dinge, die in einem Alpha-State, und Leute, bitte sagt mir nicht, ja, es ist nur eine Alpha, vom Zeitpunkt von der Alpha bis dieses Game im Prinzip rauskommt oder bis es auf CD gebrannt wird, ist so viel Zeit. Leute, es ist nicht so, dass man da nochmal 100% des Games ändern kann. Alpha bedeutet in diesem Zeitpunkt, wir sind fast fertig mit dem Game. Da werden keine Riesenänderungen mehr kommen. Hat es noch nie gegeben, wird es nie geben. In Modern Warfare 19 ist alles kritisiert worden, wirklich alles, zu Recht. Nur das Einzige, was sie geändert haben, sie haben die Minimap reingemacht. Die beschissene Minimap, aber immerhin war überhaupt eine da. Dieser Modus täuscht über vieles hinweg. Wir werden ein hundertprozentig gutes Bild erst bekommen, wenn die Beta in 2 Wochen droppt. Da freue ich mich drauf, möchte ich ganz ehrlich sagen, weil ich einfach all diese Sachen dann testen möchte. Auch wie ich dann die Klassen editieren kann, wie unter anderem manche Streaks aussehen. Ein paar witzige Streaks haben wir gestern erreicht, es gibt natürlich nur eine kleine Auswahl. Aber insgesamt muss ich sagen, dass der State of the Game, also in welchem Entwicklungsstand dieses Game gerade ist, mir ehrlich gesagt Sorgen macht, weil es nicht so weit ist, dass ich das Gefühl habe, dass wir hier ein gutes, interessantes Spielerlebnis ab dem ersten Tag erwarten können. Und ich zahle oder würde 60, 70, 80, 100 Euro für dieses Game zahlen. Dann kann ich als Konsument erwarten, dass es an dem Tag, wo ich den vollen Preis bezahle, auch 100% funktioniert. Wenn sie das nicht garantieren können, sollen sie mir nur 30 Euro abnehmen und ich zahle gerne immer, wenn ein großer Fortschritt ist, 10 weitere Euro, bis es fertig ist. Aber heute Abend gehen wir wieder in die Warzone, habe ich schon gesagt, das tue ich mit Sicherheit nicht. Heute Abend gehen wir wieder in die Alpha. Es könnte sein, dass heute auch der 3 gegen 3 Champions Hill Modus rauskommt. Ich vermute es sogar relativ sicher. Wenn ihr Bock habt mitzuzocken, wenn ihr Bock habt mir eure Meinung zu äußern und viele von eurer Meinung gestern waren echt verheerend und das respektiere ich, kommt in den Twitch-Stream, ich freue mich riesig über euch, über eure Gesichter, über eure Nachrichten, über unsere Witze. Ja. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, Leute. Ich bin raus. Bis dahin. Ciao.